Unser neuer Gast ist da. Was, wirklich? Ich habe eine tolle Neuigkeit. Ein Spiegelmonster wird bei uns übernachten. Und Spiegel sind ja sehr zerbrechlich. Darum werden sie immer per Speziallieferung transportiert. Also ein Spiegelmonster? Das kann doch nicht wahr sein. Ich dachte, dass ich jetzt alle Monsterarten kennen würde. Das ist ja schrecklich. Mach dir keine Sorgen. Ich habe gehört, dass sich Spiegelmonster mit jedem sehr gut verstehen. Und ich wollte schon immer eins kennenlernen. Unser neuer Gast ist aber wirklich ausgesprochen attraktiv. Ach, du lieber Geist. Hey, hey, hallo, Gutschönheit. Oh! Und gleich! Also, du musst Ripley sein, nicht wahr? Wir freuen uns wirklich wahnsinnig über deinen spukhaften Besuch. Und ich spuke mich auch sehr. Alle Monster in Transsilvanien schwärmen von der Spukpension. Und darum bin ich hergekommen. Fantastisch! Vampirina, würdest du bitte unserem neuen Gast das Zimmer zeigen und ihn hier im Haus herumführen? Ja, aber natürlich. Bereit für eine Führung, Ripley? Na klar, ich freue mich drauf. Dann werden wir dich nach oben bringen. Das wird wohl eine sehr, sehr langsame Führung. Oh, ich kann die Führung auch so mitmachen. Dann wird es einfacher. Oh. Oh. Und vielleicht werde ich mich vorher noch schnell umziehen. Ich finde dein Outfit echt cool. Und schwarz ist übrigens auch meine Lieblingsfarbe. Du siehst ja flattertastisch aus. Ihr seid farblich abgestimmte Monster, aber werden jetzt alle schwarze Fliegen tragen müssen? Keine Angst. Ich finde, eine lila Fliege kann man auch zu allem tragen. Oh. Oh. Können das denn alle Spiegelmonster machen? Na logisch. Spiegelmonster können das tragen, was du trägst. Und auch das tun, was du tust. Als wenn du in einen Spiegel siehst. Und kannst du einen Überschlag? Und kannst du schwimmen? Und kannst du eine Geisterumarmung? Er ist ein Spiegelmonster. Natürlich kann er das. Na komm mit, ich zeig dir dein Zimmer. Hier wirst du übernachten. Und wenn du ein Skelett brauchst, wirst du hier im Schrank immer eins finden. Und das da ist das Monster unterm Bett. Es ist total süß. Gefällt's dir hier? Oh ja, es ist schreitastisch. Also ich liebe gruselige und spukige Sachen. Genauso wie du. Wir sind wie zwei Kürbisse auf einem Feld. Ich kann's gar nicht erwarten, den Rest vom Haus zu sehen. Das hier ist unsere Spukpensionsküche. Was wird's denn heute geben, Chef Kochemi? Oh, zum Abendessen wird es meine absolute Lieblingsspeise geben. Eine Kreisch-Pfirsich-Pizza. Und wer in diese Pizza beißt, der muss kreischen. Oh nein. Ist ja irre. Kreisch-Pfirsich-Pizza esse ich nämlich auch am allerliebsten. Ach ja, wirklich? Dann wirst du jetzt einen Kreisch-Pfirsich von mir bekommen. Die sind magnifik. Ja, magnifik, finde ich auch. Also, wenn du willst, zeige ich dir jetzt mal den Garten. Ja, super. Hallo, meine kleinen Fledermäuse. Seht mal hier, zum ersten Mal habe ich es geschafft, meine Schreitchen zum Blühen zu bringen. Sie sehen so schön furchtbar aus. Ja, finde ich auch. Ripley, du sag mal, magst du denn auch Schreitchen? Ach, na ja, also ich meine, ja, die mag ich am aller... Ich muss davon immer niesen, aber wenn Sie sie mögen, dann mag ich sie auch. Hey, wieso mag Ripley eine Blume, von der er niesen muss? Versteht ihr das? Na, weil er diese Blumen wohl trotzdem mag. Gregoria, magst du Steingärten? Also wenn du sie magst, dann mag ich sie auch. Endlich lerne ich einen Pensionsgast kennen, der Geschmack hat. Ich gärtner hier mit Schleimstein, Granit und Marmor. Welche Steine magst du am liebsten? Na genau die gleichen wie du. Ich weiß was Besseres als Gärtner mit Steinen. Jonglieren mit Steinen. Wisst ihr, vor ein paar Jahrhunderten habe ich auf einem Jahrmarkt gespukt und wurde Demi der Unglaubliche genannt. Jonglieren ist ja voll mein Ding. Dass dir dieselben Dinge gefallen wie mir, finde ich einfach toll. Einfach super, dass Ripley so viele Gemeinsamkeiten mit uns hat. Ja, das hat er ja wirklich. Also das, was ich anhabe und Mamas Blumen und auch mit Demi und Gregoria. Deine Mama hat ja gesagt, dass sich Spiegelmonster mit jedem gut verstehen. Ja, das ist wahr. Schaut Vampirina im Disney Channel.